Zu parametrische Gleichungen eines geometrischen Ortes folgen jetzt fünf Beispiele. Beispiel 1. Eine Leiter lehnt an einer Wand. Auf welchem geometrischen Ort bewegt sich eine Person, die auf der Mitte der Leiter steht, wenn diese Leiter ins Rutschen kommt? Diese Situation modellieren wir so. Diese horizontale Strecke stellt den Fußboden dar. Diese vertikale Strecke die Wand und diese braune Strecke hier stellt die Leiter dar. Die Person wird modelliert durch einen einzigen Punkt, der sich genau in der Mitte von dieser Strecke hier befindet, weil die Person sich ja auf der Mitte der Leiter befindet. Jetzt wählen wir ein Bezugssystem. Zuerst den Ursprung O, das ist dieser Punkt. Jetzt wählen wir die Achsen. Sie sind gewählt, x-Achse, das ist der Fußboden, y-Achse, das ist die Wand. Jetzt setzen wir einen Parameter Lambda ein, den wir hier verstellen können, wenn die Leiter denn ins Rutschen kommt. Nennen wir die Leiterlänge noch L. L ist also eine angegebene konstante Zahl und in diesem Bezugssystem hat der Punkt P als Abszisse diese Zahl x und als Ordinate diese Zahl y. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir ganz deutlich, dass diese Kathete nichts anderes ist als die Abszisse x von dem Punkt P. Diese Kathete liegt diesem Winkel Lambda an. Dieser Winkel Lambda ist natürlich derselbe wie der da, es sind ja Stufenwinkel. Da diese Kathete Lambda anliegt, arbeiten wir hier mit dem Cosinus. Der Cosinus von diesem Spitzenwinkel Lambda, das ist die Ankathete x geteilt durch die Hypotenuse und diese Hypotenuse, das ist die Hälfte von der Leiterlänge, weil P ja genau in der Mitte dieser Leiter ist. Die Abszisse x wird also hierdurch beschrieben, Cosinus von Lambda gleich x geteilt durch L halbe. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir genau, dass diese Kathete hier der Ordinate y vom Punkt P entspricht und diese Kathete liegt dem Winkel Lambda gegenüber. Also arbeiten wir hier mit Sinus. Der Sinus von diesem Spitzenwinkel, das ist die Gegenkathete y, geteilt durch die Hypotenuse L halbe. Somit wissen wir, Sin Lambda ist y geteilt durch L halbe. Wenn wir jetzt hier L halbe links rüber setzen und hier auch L halbe links rüber setzen, so erhalten wir sofort die parametrischen Gleichungen des gesuchten geometrischen Ortes. Das hier sind parametrische Gleichungen des geometrischen Ortes, den dieser Punkt P zurücklegt. Übrigens, wenn wir dem Punkt P eine Spur hinterlegen und dann den Winkel Lambda verändern, dann sehen wir hier schon einige Punkte des gesuchten geometrischen Ortes. Wir haben hier parametrische Gleichungen des geometrischen Ortes, an denen wir aber nur schwer erkennen können, was das für ein geometrischer Ort ist. Was man dann häufig macht, das ist, man versucht, diesen Parameter Lambda zu eliminieren. Das heißt, man sucht eine Konsequenz von diesen zwei parametrischen Gleichungen, die aber kein Lambda mehr enthält. Wenn Cosinus und Sinus in den parametrischen Gleichungen vorkommen, dann macht man das sehr oft wie folgt. Zuerst einmal, diesen Bruch hier schreiben wir etwas einfacher, das ist 2x auf L. Jetzt steht hier, Cosinus von Lambda ist gleich zu 2x auf L und da nehmen wir beide Seiten im Quadrat. Dasselbe machen wir beim Sinus hier, zuerst schreiben wir den Bruch etwas einfacher und dann nehmen wir hier auch beidseitig das Quadrat. Warum gerade im Quadrat? Weil Cosinus Quadrat von Lambda plus Sinus Quadrat von Lambda, das macht
1 wegen der Grundformel der Trigonometrie. Also wenn wir diese zwei Gleichheiten addieren, dann verschwindet Lambda, weil diese Summe ja 1 macht. Dann tun wir das auch. So erhalten wir diese Gleichung, die keinen Parameter Lambda mehr enthält. Also ist das die kartesische Gleichung des geometrischen Ortes. Links wird überall durch L² geteilt, also nehmen wir diesen gemeinsamen Nenner L² da weg, setzen ihn rechts rüber, dann multipliziert er da. Dann können wir links noch eine 4 ausklammern, die auch rechts rüber setzen, dann wird die 4 da teilen. Und somit führt diese kartesische Gleichung zu dieser da. Und hier erkennen wir ganz deutlich die kartesische Gleichung des Kreises mit Zentrum 0, 0 und Radius L halbe. Denn hier steht x minus 0 im Quadrat plus y minus 0 im Quadrat gleich L halbe im Quadrat. Das ist ganz genau die kartesische Gleichung des Kreises mit Zentrum 0, 0 und Radius L halbe, der hier eingezeichnet wurde. Das ist aber nicht der geometrische Ort, den wir eigentlich suchen. Denn wenn wir hier Lambda verstellen, dann sehen wir ganz deutlich, dass der Punkt P sich nur im ersten Quadranten der Ebene hier befindet. Was also heißt, unser geometrischer Ort ist nicht dieser gesamte Kreis, sondern unser geometrischer Ort ist nur dieser Viertelkreis. Also beschreiben wir nur diesen Viertelkreis, indem wir die Kreisgleichung einsetzen, mit der Bedingung, dass x und y beide größer gleich 0 sein müssen. So haben wir den geometrischen Ort gefunden. Frage: Wie ist denn der geometrische Ort, wenn die Person nicht genau auf der Mitte der Leiter steht, sondern zum Beispiel etwas tiefer? Genau das werden wir in Beispiel 2 in Angriff nehmen. Also hier, eine Leiter lehnt an einer Wand. Auf welchem geometrischen Ort bewegt sich eine Person, die auf der Leiter steht, wenn diese Leiter ins Rutschen kommt? Wieder modellieren wir wie eben Fußboden, Wand, Leiter, Person P. Nur P ist jetzt nicht mehr auf der Mitte dieser Leiter. Dann nennen wir mal einfach klein a die Distanz, die die Person vom höchsten Punkt der Leiter entfernt steht. Und die Distanz b, diese hier, das ist die Distanz zwischen Person und tiefster Punkt dieser Leiter. Wir wählen wieder ein Bezugssystem, zuerst den Punkt O, den wählen wir wieder da. Jetzt wählen wir die Achsen ähnlich wie eben. Wir wählen auch den Parameter Lambda genau wie eben und können somit sofort die Abszisse x und die Ordinate y von diesem Punkt P erkennen. Ich verstelle hier etwas das Lambda, so, damit wir es noch deutlicher sehen können. So. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt wie eben der Cosinus von Lambda, das ist diese Ankathete, also x, geteilt durch die Hypotenuse a. So, Cosinus von Lambda ist x auf a. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt der Sinus von Lambda, das ist die Gegenkathete von da bis da, das ist also die Zahl y, geteilt durch die Hypotenuse b. Also Sinus von Lambda ist y geteilt durch b. Somit haben wir sofort parametrische Gleichungen des geometrischen Ortes gefunden. Hier könnte man wieder so eine kleine Simulation machen, indem man p eine Spur hinterlegt und dann den Parameter Lambda verändert. So, das sieht nicht mehr nach einem Kreis aus wie eben. Rechnen wir einfach aus, was das ist. Zuerst einmal, parametrische Gleichungen sind hier wieder mit Cosinus und Sinus beschrieben. Also erheben wir beide Seiten im Quadrat, so, und dann addieren wir diese zwei Gleichheiten hier und finden sofort als geometrischen Ort
x² auf a² plus y² auf b² gleich 1. Das hier, wir erkennen es wieder, das ist genau die kartesische Gleichung der Ellipse mit Zentrum 0, 0 und große Halbachse a und kleine Halbachse b. Also das ist die kartesische Gleichung von dieser Ellipse. Aber genau wie eben mit der Mitte der Leiter, der Punkt P befindet sich immer nur im ersten Quadranten. Der geometrische Ort ist also nicht die gesamte Ellipse, sondern es ist der Teil von dieser Ellipse, für den x sowie auch y größer gleich 0 sind. So stimmt das. Übrigens, dass diese große Halbachse genau A ist, können wir schön erkennen, wenn wir die Leiter ganz hinlegen. So, wir sehen deutlich die große Halbachse, das ist diese Zahl A. Und die kleine Halbachse, die können wir deutlich sehen, wenn wir die Leiter senkrecht gegen die Wand stellen. So, man kann hier schön erkennen, die kleine Halbachse ist effektiv diese Distanz b. Kommen wir zu Beispiel 3 aus der Physik. Welche Laufbahn legt eine Kugel zurück, die schräg abgeschossen wird? Wie diese Kugel hier, die wird aus der Kanone schräg abgeschossen mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0. Und dann legt diese Kugel eine gewisse Laufbahn zurück. Schauen wir uns das zuerst in einer Simulation an. So. Welche ist denn diese Laufbahn, die diese Kugel hier zurücklegt, um dann da hinten aufzuschlagen? Genau das werden wir jetzt schauen. Wir modellieren aber die Situation, indem wir vom Luftwiderstand absehen. Jetzt wählen wir ein Bezugssystem, um die Laufbahn genau zu beschreiben. Den Ursprung O wählen wir hier am Ausgang der Kanone. X- und Y-Achse werden dann hier horizontal und senkrecht eingesetzt. In diesem Bezugssystem können wir schön die Abszisse X von diesem Kugelpunkt beschreiben. Es gibt in diesem Moment hier nur die Gewichtskraft, die auf diese Kugel wirkt. Es gibt keine horizontale Kraft, die auf die Kugel wirkt in diesem Moment da. Also ist die Bewegung dieser Abszisse x eine GGB, das heißt eine geradlinige, gleichmäßige Bewegung. Aus der Physik wissen wir, dass solch eine Bewegung so beschrieben wird: die zurückgelegte Strecke ist immer gleich zur konstanten Geschwindigkeit mal die vergangene Zeit. X ist also die Abszisse der Geschwindigkeit v0 mal t. In diesem Moment gibt es aber eine vertikale Kraft, die auf die Kugel wirkt, und zwar die Erdanziehungskraft, die Gewichtskraft dieser Kugel. Also längs der Y-Achse ist diese Bewegung von dem Punkt her keine GGB mehr, sondern eine GGBB, das heißt eine geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Zuerst einmal haben wir natürlich die GGB für y, v0y mal t. v0y ist hier die Ordinate der Anfangsgeschwindigkeit. Und dann kommt noch dieser Term hinzu, gt² geteilt durch 2, das ist der einfachste Term einer GGBB, und dieser Term wird mit einem Minus versehen, weil die y-Achse ja nach oben orientiert ist, die Gewichtskraft aber nach unten. Diese Formeln hier kennen wir selbstverständlich aus dem Physikunterricht, und diese zwei Formeln bilden auch sofort parametrische Gleichungen dieses geometrischen Ortes hier, Laufbahn der Kugel. Der Parameter ist hier die Zeit t. Und jetzt versuchen wir, diesen Parameter t zu eliminieren. Wenn man die Zeit eliminiert, dann ist die Laufbahn in einem selben Moment vollständig vorhanden. Das bedeutet, die Zeit eliminieren.
Hier haben wir nicht mehr Sinus und Cosinus wie eben. Wir können die Zeit trotzdem sehr einfach eliminieren. Wir lösen diese erste Gleichung nach t auf. Wir machen das hier oben. Diese Gleichung lösen wir zuerst einmal nach t auf. Ist gemacht. Und in der zweiten parametrischen Gleichung ersetzen wir t da und da durch diesen Bruch. Tun wir das und jetzt ist die Zeit t nicht mehr drin. Das heißt, jetzt haben wir die kartesische Gleichung der Laufbahn von dieser Kugel hier. Dann versuchen wir genauestens zu schauen, was das ist. Y gleich, hier ist ein x-Quadrat-Term. Alles andere sind konstante angegebene Zahlen und hier ist ein x-Term. Die Vorzahl von dem x ist eine angegebene konstante Zahl. Was also bedeutet, wir haben hier die kartesische Gleichung einer Parabel. Grafische Darstellung einer Funktion zweiten Grades. Aber die Laufbahn der Kugel ist doch nicht diese gesamte Parabel hier. Die Laufbahn, die wir eigentlich suchen hier, ist nichts anderes als dieses Stück von dieser Parabel. Also beschreiben wir den geometrischen Ort hier so. Es ist der geometrische Ort mit dieser kartesischen Gleichung. Das ist die kartesische Gleichung von der gesamten Parabel. Wir setzen aber als Bedingung hinzu, dass alle y-Werte größer gleich 0 sein müssen. Das heißt, nur die Punkte von dieser Parabel bleiben im Ort übrig, wenn sie sich oberhalb der x-Achse befinden. Übrigens, durch diese Parabelgleichung hier können wir sehr schön berechnen, wie weit die Kugel denn vom Startpunkt entfernt aufschlagen wird. Diese Distanz nennt man die Reichweite und die Reichweite ist ganz einfach zu bestimmen als zweiten Schnittpunkt der gesamten Parabel mit der x-Achse. Der erste Schnittpunkt ist ja 0, 0. Und da wir ja dann die Reichweite kennen, können wir auch genau die Abszisse vom höchsten Parabelpunkt berechnen. Die Abszisse muss selbstverständlich die Mitte von dieser Strecke von da bis da sein. Und somit erhalten wir dann auch noch die Koordinate vom höchsten Punkt dieser Laufbahn. Die hätte man übrigens auch erhalten können, indem man diese Funktion zweiten Grades einfach ableitet und schaut, wo diese Ableitung 0 ergibt. Das ist dann bei dieser Zahl hier. Beispiel 4. Hier werden angegeben eine Strecke und ein Punkt auf dieser Strecke. Dann wird noch angegeben ein Kreis mit Zentrum angegebener Punkt und diesem Radius a, den ich hier schön per Schieberegler verstellen kann. Es wird ein zweiter Kreis angegeben mit demselben Zentrum und mit Radius b. b kann ich hier ebenfalls schön per Schieberegler verstellen. Es wird dann auch noch ein Winkel lambda angegeben, dieser Winkel da, den ich ebenfalls hier schön verstellen kann. Und jetzt konstruieren wir etwas Besonderes, und zwar dieser Winkelschenkel hier, der schneidet den blauen Kreis mit Radius b an diesem Punkt, an diesem blauen Punkt. Von diesem Punkt aus ziehen wir jetzt eine horizontale Gerade. So, dieser Winkelschenkel schneidet den roten Kreis an diesem Punkt, an diesem roten Punkt. Und von diesem roten Punkt aus ziehen wir jetzt eine Vertikale. Da, wo die horizontale blaue Gerade die vertikale rote Gerade schneidet, das ist ein Punkt des geometrischen Ortes, den wir jetzt suchen. Frage: Welchen geometrischen Ort legt der so konstruierte Punkt P zurück, wenn wir hier Lambda verändern? Das ist die Frage. Damit die Zeichnung schön übersichtlich bleibt, brauchen wir eigentlich nicht die gesamte blaue Gerade hier, sondern es reicht eigentlich dieses Stückchen da.
Dasselbe für die rote Gerade. Wir brauchen nicht die gesamte rote Gerade, sondern dieses kleine Stückchen hier, das reicht schon. Wenn wir diesem Punkt P jetzt noch eine Spur hinterlegen und verändern dann hier den Winkel Lambda, dann erkennen wir schon einige Punkte des geometrischen Ortes, den wir eigentlich suchen. Machen wir aber diese Pünktchen nochmal weg und versuchen diesen Ort jetzt zu berechnen. Dazu wählen wir ein Bezugssystem. Zuerst einmal den Ursprung O wählen wir an diesem angegebenen Punkt. Die x-Achse wählen wir hier horizontal längs der angegebenen Strecke und die y-Achse dementsprechend vertikal. Schauen wir jetzt in diesem rosa Dreieck. Es ist ein rechtwinkliges Dreieck und diese Kathete hier, das ist die Abszisse von dem Punkt P. Diese Kathete x liegt diesem Winkel Lambda an. Anliegende Kathete, wir arbeiten mit Cosinus. Der Cosinus von Lambda ist also gleich zur Ankathete x geteilt durch diese Hypotenuse, die dem Radius a entspricht. Also wissen wir, dass der Cosinus von Lambda gleich x geteilt durch a sein muss. In diesem rechtwinkligen Dreieck hier erkennen wir, dass diese Kathete die Ordinate vom Punkt P ist. Diese Kathete ist also y und sie liegt dem Winkel Lambda gegenüber. Also brauchen wir dieses Mal den Sinus. Der Sinus von diesem Spitzenwinkel Lambda, das ist die Gegenkathete y, geteilt durch die Hypotenuse. Und die Hypotenuse, das ist der Radius von dem blauen Kreis, also klein b. Daraus finden wir also, dass Sinus Lambda y geteilt durch b sein muss. So, hier erkennen wir wieder zwei parametrische Gleichungen mit Sinus und Cosinus. Das sind parametrische Gleichungen von dem geometrischen Ort, den wir suchen. Da kommt wieder Cosinus und Sinus vor. Um also Lambda zu eliminieren, erheben wir beide im Quadrat, so und so. Und dann addieren wir diese zwei Gleichungen und wieder erkennen wir hier die kartesische Gleichung der Ellipse mit großer Halbachse a und kleiner Halbachse b. Das ist also dieser geometrische Ort. Jetzt lassen wir Lambda ändern und stellen fest, dass dieser Punkt P effektiv diese ellipsenförmige Laufbahn zurücklegt. Diese vollständige Ellipse ist also der gesuchte geometrische Ort. Kommen wir jetzt zu Beispiel 5. Wir haben hier eine Kreislinie. M ist der Mittelpunkt von diesem Kreis und P ist ein Punkt, der auf dieser Kreislinie liegt. Dieser Kreis stellt hier eigentlich ein Rad dar. Und dieses Rad lassen wir jetzt von links nach rechts rollen und beobachten dabei die Bewegung des Punktes P. Frage, welche ist die Laufbahn von diesem Punkt P? Wir setzen das Ganze mal zurück bis da. Um diese Frage zu beantworten, wählen wir ein Bezugssystem. Zuerst den Ursprung. Den setzen wir da an, zum Beispiel da. X-Achse und Y-Achse setzen wir so an. Und jetzt dürfen wir noch die Einheit festlegen. Wir nehmen als Einheit einfach den Radius des angegebenen Kreises. Also hier der Abstand zwischen Mittelpunkt vom Kreis und Kreispunkt P, das ist der Radius 1. Jetzt setzen wir einen Parameter ein, und zwar diesen Winkel Lambda. Dieser Winkel Lambda ist ein Zentriwinkel. Wenn man den also in Radiant ausdrückt, dann ist dieses Maß genau gleich zu der Länge des eingeschlossenen Kreisbogens geteilt durch diesen Radius. Der Radius ist aber 1. Also ist dieser Zentriwinkel Lambda in Radiant ausgedrückt nichts anderes als das Maß von diesem eingeschlossenen Kreisbogen.
Deshalb nennt man Radiant auch das Bogenmaß. Und die Länge von diesem Bogen hier ist nichts anderes als diese Länge da. In der Animation ist das sehr schön zu erkennen. Im Moment ist die Bogenlänge 0. Auch die Länge der Magenta-Strecke ist 0. Jetzt schauen wir genauestens, wie die Bogenlänge größer wird und dementsprechend auch diese Magenta-Strecke hier. Diese Magenta-Strecke ist ganz genauso lang wie dieser Bogen da. Okay, wir möchten jetzt diesen Punkt P, setzen wir ihn ein bisschen weiter nach rechts, so, wir möchten diesen Punkt P jetzt parametrieren. Man kann das sehr schön machen. Wir suchen die Koordinate von P. Das bedeutet, wir suchen die Koordinate vom Ortsvektor OP. Und diesen Ortsvektor OP kann man zerlegen in zwei aufeinanderfolgende Vektoren. Dieser Vektor OP ist genau dasselbe wie der Ortsvektor OM plus der Vektor MP. Die Koordinate von P, das heißt die von OP, nennen wir natürlich x, y. Die Koordinate von OM, das ist die Koordinate von Punkt M, also Länge der Magenta-Strecke, das ist die Abszisse, und die Ordinate ist der Radius vom Kreis. Die Koordinate von OM ist also Lambda 1. Jetzt noch die Koordinate von MP, dazu setze ich den Kreis etwas weiter weg, so. So wird das schön zu erkennen sein in diesem kleinen Dreieck hier. Denn in diesem rechtwinkligen Dreieck gilt der Sinus von Lambda, das ist die Gegenkathete, also dieses Stückchen da, geteilt durch die Hypotenuse. Die Hypotenuse ist aber 1. Also ist dieses Stückchen hier gleich zu Sinus von Lambda. Weil die Abszisse von diesem Vektor aber nach links zeigt, ist sie gleich zu Minus Sinus von Lambda. Die Ordinate von diesem Vektor zeigt nach unten, ist also negativ. Wieder in diesem rechtwinkligen Dreieck hier gilt der Cosinus von Lambda, das ist diese Kathete geteilt durch die Hypotenuse. Die Hypotenuse ist aber 1. Also ist der Cosinus von dem Winkel Lambda gleich zu dieser Kathete. Die Ordinate von diesem Vektor MP ist also minus Cosinus von Lambda. So konnten wir diese Gleichheit hier erstellen. Die Vektoren brauchen wir jetzt nicht mehr. Diese Summe hier können wir noch etwas einfacher schreiben. Und aus dieser Gleichheit schließen wir sofort diese zwei parametrischen Gleichungen von dem geometrischen Ort, den wir eigentlich suchen. Hier treten zwar Sinus von Lambda und Cosinus von Lambda auf, aber wenn wir die dann isolieren und im Quadrat erheben, um sie später zu addieren, dann bleibt dieses Lambda trotzdem noch übrig. Hier ist es sehr, sehr schwer, den Parameter Lambda zu eliminieren. Es ist aber auch nicht unbedingt erforderlich, insbesondere wo wir GeoGebra zur Verfügung haben, denn in GeoGebra kann man solche parametrischen Gleichungen eingeben, ich habe das auch hier gemacht, und dann zeichnet GeoGebra sofort den vollständigen Ort. Wir lassen hier trotzdem nochmal den Punkt P seinen geometrischen Ort zurücklegen und stellen dann fest, dass dieser Punkt P sich effektiv auf dieser Kurve, auf diesen geometrischen Ort bewegt. Diesen geometrischen Ort nennt man eine Zykloide. Das ist eine Zykloide. Und um sie zu zeichnen, brauchen wir effektiv nicht unbedingt die kartesische Gleichung. Übrigens, wenn der Punkt P das Ventil vom kreisförmigen Rad darstellen soll, dann liegt das nicht wirklich auf der Kreislinie selbst drauf, sondern das Ventil liegt dann ein bisschen innerhalb vom Kreis. Trotzdem kann man auch diese Bewegung sehr schön simulieren durch GeoGebra. Man kann es auch sehr schön
parametrieren mit einem Parameter Lambda und findet dann solch eine Kurve, die ebenfalls Zykloide genannt wird. Man kann auch so einen Kreis auf einen Kreis rollen lassen. Schauen wir uns das in der Animation an. Es ist auch nicht sehr schwierig, von diesem geometrischen Ort, den der Punkt P da zurücklegt, parametrische Gleichungen zu bestimmen. Dieser geometrische Ort stellt also so eine Art Blume dar, heißt aber nicht Blume, sondern Epizykloide. Übrigens, hier ist das Ganze so eingestellt, dass wir den Radius von dem roten Kreis etwas verändern können, auch den Radius von dem grünen Kreis. Machen wir das wieder mal so. Und so sehen wir schön den geometrischen Ort, den dieser Punkt P zurücklegt. Dreht der Kreis innerhalb von dem großen Kreis, dann erhalten wir ebenfalls eine schöne Kurve, die auch nicht schwierig ist zu parametrieren. Solch eine Kurve, da ist die gesamte Kurve, nennt man eine Hypozykloide. Das ist eine Hypozykloide. Noch eine weitere Bemerkung. Man kann in GeoGebra auch parametrische Gleichungen eingeben. Und zwar unter dem Begriff Kurve. Ich tippe jetzt Kurve ein, K-U-R, und sofort erscheinen drei Auswahlmöglichkeiten. In der Mitte hier, da steht Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck. Da steht für X, Y und Z. Man kann also auch noch geometrische Orte im 3D-Raum eingeben. Wir arbeiten aber hier in der Ebene. Wir geben hier eine parametrische Gleichung ein, X gleich zum Beispiel der Sinus von 2 mal Parameter, ich nenne ihn hier zum Beispiel Phi. Wir schließen die Klammer. Jetzt drücke ich auf Tabulator, um zu Y zu gelangen. Und hier gebe ich ein Cosinus von 3 mal Phi. Wieder tippe ich hier den Buchstaben Phi ein, schließe die Klammer. Der Tabulator bringt uns dann sofort zum dritten Feld Parameter. Der Parameter, der hier eingesetzt wurde, der heißt Phi, also muss ich GeoGebra das auch sagen. Jetzt kommt nochmal Tabulator. Lassen wir Phi bei 0 starten und enden soll Phi zum Beispiel bei 2Pi, weil 2Pi die Periode vom Sinus sowie auch vom Cosinus ist. Um 2Pi einzugeben, tippe ich einfach 2P und I. 2Pi. Enter. Somit erscheint hier diese Kurve. Und wenn wir jetzt noch auf diese Kurve einen Punkt setzen und diesen Punkt mit Rechtsklick animieren, so läuft er schön längs dieser geraden eingegebenen Kurve. Man nennt solch eine Kurve Kurve von Lissajous zu Ehren des französischen Physikers Jules-Antoine Lissajous. Noch eine weitere Bemerkung zu parametrischen Gleichungen. Man kann bei parametrischen Gleichungen einen zusätzlichen Parameter hier einbauen und somit sehr schöne Animationen herstellen. Man kann seiner mathematischen Fantasie hier wirklich freien Lauf lassen, wie auch zum Beispiel hier. Dieses Gebilde wurde hier geschaffen, ganz einfach durch parametrische Gleichungen. Und per Schieberegler können wir jetzt noch eine Animation einbauen. Und so ergibt das dieses fantasievolle Gebilde. Mathematik ist doch was Schönes.